Ich bin jetzt seit zweieinhalb Tagen hier in Havanna. Es ist eine richtig coole Stadt, das kann ich bis jetzt auf jeden Fall sagen. Bis jetzt war ich alles zu Fuß unterwegs. Ich bin einfach die ganzen kleinen Gassen abgegangen, vor allem in der Altstadt. Das ist super schön. Hier sind einfach mal ein paar Highlights von meinen Havanna-Tagen. Für mich geht es jetzt gleich weiter zum Flughafen. Ich warte jetzt noch auf mein Taxi und in ein paar Minuten geht's los. Das waren jetzt 7 Tage in Kuba. Natürlich viel zu kurz, um ein Land wie Kuba wirklich kennenzulernen. Es war trotzdem eine richtig coole Zeit. Ganz wichtig für Kuba ist meiner Meinung nach Spanisch können. Das macht die Reise zu 100% besser. Man kommt zwar auch ohne Spanisch gut durch, ist kein Problem. Außerdem sollte man sich für Kuba, glaube ich, schon zu Hause ein bisschen vorbereiten, raussuchen, wo man überall hin möchte und was man alles machen möchte, weil es hier einfach nicht so wie in jedem anderen Land ist, dass man sich in ein x-beliebiges Café setzen kann und dort dann im Internet nachschauen kann. Schon vorher erkundigen, was kann ich alles machen, dann wird es viel stressfreier und ist sicher nicht so anstrengend. Ich muss jetzt los zum Flughafen und die nächste Reise geht nach...